Willkommen zum Pausenspiel. Bei mir sind die Leonie und der Patrick. Schön, dass ihr da seid. Da machen wir jetzt ein bisschen das Duell Mann gegen Frau. Wer zieht sich nicht schneller aus, sondern schneller an? Seid ihr bereit? Grundsätzlich ist ja so, dass die Frauen ja immer länger brauchen. Die Frage ist, braucht die Frau im Badezimmer länger oder beim Anziehen? Beides. Beides. Das heißt, du hast sehr gute Chancen, dass das heute gut ausgeht für dich. Wir müssen da nur kurz das Tor justieren, weil der sich angezogen hat, muss ein Tor schießen, um zu gewinnen. Ich würde sagen, wir gehen einmal noch vor zu eurer Sportausrüstung. Auf mein Kommando anziehen und dann ein Tor schießen. Leonie, bei dir montieren wir noch schnell das Tor. Patrick und Leonie, das Duell Mann gegen Frau. Auf die Plätze, fertig, los! Patrick, lass der Zeit, nichts überstürzen. Nichts überstürzen. Und. Das gibt's ja nicht! Das gibt's ja nicht! Patrick, du musst wieder zurückkommen zur blauen Linie. Du musst wieder zurückkommen. Patrick. Ja? Leonie, die Chance für dich. Gib Gas, gib Gas, gib Gas! Nein! Nein! Das gibt's ja nicht! Das gibt's ja nicht! Leonie! Patrick! Die Maske kannst du runter tun! Patrick, die Maske kannst runter tun und das ist die Gewinnerin, die Leonie! Hast du den Unfall von Patrick gesehen? Der ist ausgerutscht und gegen die Torstange. Also, das war richtig knapp. Leonie, ich darf da den ersten Preis übergeben von Gelindeberg. Ich wünsche dir viel, viel Spaß damit. Oh Patrick, du hast alles gegeben, warte, fürs Interview, da muss man die schon noch, da müssen wir die noch herrichten. So, Patrick, tief Luft holen. Das war äußerst knapp. Das war knapp, aber du hast noch mehr zu sagen, ich gebe dir mal das Mikro. Also, wie du dir vorstellen kannst, war das Ganze eigentlich noch finter, weil vor 1062 Tagen haben wir sie beim Heimspiel der Red Bulls kennengelernt. Wir haben gute und schlechte Zeiten überstanden, haben im September mit Kilian Zündel unser Modelabel Stay Real Fashion gegründet. Und heute frage ich dich, willst du mal Frau werden? Patrick, hat sie ja gesagt? Ja. Leonie, wie geil ist es? Ich hab's gewusst. Ein Applaus, meine Damen und Herren, Leonie und Patrick.